Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Gourmet Premium Adventskalender von About Food. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 109,99 Euro ist eine Ansage, würde ich mal so sagen. Ich habe ihn bei About Food bestellt und so wie viele andere Adventskalender. Und ja, ich setze euch einen Link in die Infobox. Darüber könnt ihr theoretisch die Boxen abonnieren und bekommt dadurch einen Rabatt. Und ich glaube, wenn man Abonnent ist, bekommt man sowieso alles günstiger bei About Food. Wenn ihr Bock habt, schaut da gerne einfach mal vorbei. Alles ein bisschen verrückt. Und ja, ich packe den jetzt mal aus. Ne? Lebensmittel sind hier drin. Ich habe Hunger. Aber ich werde jetzt nichts verlaschen, weil ich habe noch ein paar andere Food-Adventskalender stehen dann plötzlich. Ich stehe übrigens total auf diese Größe von den Adventskalendern und diese Kläppchen und so oder die Boxen. Das macht About Food schon richtig und das ist auch das gleiche Format wie von Pinkbox, Barbara Box, Brigitte Box und so weiter, weil die gehören alle zusammen. Und wir haben auch ein Begleitheftchen dabei gehabt, da sind Rezepte und ein paar Highlight-Produkte drin aufgeführt, aber halt nicht alles. Und wir haben hier überall so englische Botschaften draufstehen. Wir starten das Ganze einfach mal besser im Glas Gewürz. Shakshuka Talent für dein herzhaftes israelisches Frühstück, okay. Das Frühstück für Kulturbegeisterte, pochierte Eier und so weiter und so fort. Okay, da kannst du auch Rezeptideen hier mit sammeln. 55 Gramm sind hier drin. Viele der Produkte, die ich euch zeige, finde ich auch auf der About Food, ehemals Foodist Homepage. Ja, und da werde ich euch die Preise für raussuchen, denn dafür gibt es aktuell noch keine Übersicht oder so. Schauen wir mal in den 2. Dezember hinein. Ja, wir haben auch so ein paar Sachen drin, die ein bisschen kleiner sind oder halt so einmal Cookies oder so. Ich finde das aber eigentlich ganz lecker. Oat and Chocolate Chips, Hafer und ja, Schokoladenchips, klar. 30 Gramm. Und teilweise sind die Produkte auch vegan, wie dieses hier zum Beispiel. Ist ein bisschen trocken, aber mit einem Kakao dabei oder mit einem Kaffee dabei geht es auf jeden Fall. Und es ist ganz lecker. Ich hatte schon einige der Produkte wahrscheinlich in Foodboxen und so drin. Ne? Das kann ich auf jeden Fall und mag ich eigentlich ganz gerne. Die haben immer noch keine Zwischenebenen eingebaut. Mensch, selbstverständlich auch mit dabei ist die riesige Nummer 3. Erster Advent steht hier drauf. Ach, guck. Oh, wir scheinen ja auch so richtig hochwertige Glasdinger hier drin zu haben. Condimento al aceto balsamico di Modena IGP Pera 100 ml. Gesundheit. Das ist ein Balsamico-Essig, würde ich jetzt mal tippen. Ich kann jetzt kein Italienisch ist es, glaube ich, ja. Product of Italy. Società Agricola Aceto Modena. Mhm. Ja, Balsamic Vinegar, genau. Balsamico-Essig kann man auch immer gut zum Kochen gebrauchen. Und hier sind halt auch so Snacks drin und auch Kochprodukte, ne? Hier haben wir die Nummer 4. Und da drauf steht Happy Ho Ho Ho. Safe. Take a bite and feel the vibe. Zebrastic Bites, Fruit Balls, Strawberry. Oh, ja, sowas mag ich auch. 80 Gramm sind hier drin. Einfach mal so, ja, Bällchen zwischendrin mit Erdbeergeschmack. Finde ich ehrlich gesagt echt toll. Mag ich gerne. Finde ich gut. Kommen wir zum Tag von Nikolaus. Der 5. Dezember ist jetzt hier. Und da haben wir, das kenne ich auch irgendwoher, Karamellsalzmandel. Yalaldor. Okay, 40 Gramm sind hier drin enthalten, sowas mag ich auch ganz gerne. Mandelkerne in Karamellschokolade mit Meersalz. Nikolaus, der 6. Dezember und hier ist eine süße Geschichtsstunde drauf, aber das überlasse ich euch einfach selbst, wenn ihr den Adventskalender auspackt. Ne? Da wird beschrieben in Gruppen, Leute. Es geht was im Hintergrund. Hier haben wir eine Tomatensoße mit geräuchertem Provola-Käse. Hatten wir so ähnlich von Caschina San Cassiano. Hatten wir letztens auch irgendwo in der Box drin. Habe ich gegessen, war lecker. 190 Gramm sind hier drin und das ist wirklich so ein schönes, schweres Gläschen, was man halt 1A nehmen kann, wenn du es einfach mal schnell haben willst. Ne? Machst ein paar Nudeln dabei und dann hast du ein bisschen was zu essen. Finde ich gut. Die Nummer 7. Bites We Love. Crunchy Peas. Oh, das mag ich auch. Das sind, glaube ich, gepoppte Erbsen. Smoked Paprika. 124 Kalorien pro Packung. Ja gut, das ist ja auch eine niedlich kleine Packung mit 30 Gramm, Leute. Ne? Damit jetzt zu werben, ist echt süß. Aber gut, ja, so ein Snack zwischendurch kann man auf jeden Fall gebrauchen. Smoked Paprika ist, glaube ich, auch so ein Geschmack, den viele mögen. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Und das tut sie. Hands off. Caramel and Sea Salt Crispy Cookie Milk Chocolate. Oh, ich glaube, die hatten wir schon mal irgendwo mit drin und die hat mein Freund gegessen. Ist nicht nur fancy, weil du halt wirklich solche, ne, runden Stückchen hast, sondern auch relativ lecker. Crispy Chocolate.
Crispy Cookie, Caramel and Sea Salt, das schreit mein Name. Und das haben wir halt sehr, sehr häufig jetzt auch so zu, jetzt vor allem, so zur Weihnachtszeit, Karamell und, oder so Salzkaramell, oh, ist voll meins. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Schweres freuen. Und hier haben wir drin Chili Salt, Chili Salz, geil. Bei Funky Woma, 90 Gramm sind hier drin. Das finde ich cool. Das finde ich wirklich, wirklich cool. Werden wir zum Kochen verwenden, ne? Ne? Bisschen Pep. In der Nummer 10 darf es jetzt quadratisch praktisch gut weitergehen. Und wir haben da wohl den zweiten Advent. Hier haben wir Welly and Whiz. Rethink Candy. Danish Winegum. Ach, das sind Weingummis. Ach, guck mal. Das sind hier so 4 Päckchen drin. Und in jedem Päckchen haben wir Weingummis. Warum ist hier keine Mengenangabe? Ich hasse sowas. 4 mal 11 Gramm, sagt der Adventskalender mir hinten dran. Ja, das sind halt so Sachets, ne? Und da sind dann halt so witzige Gewürzmischungen mit Zimt und mit Limette. Sehr, sehr interessant. Am 11. Dezember dürfen wir froh und munter sein. Und zwar mit Marzipankartoffeln in Kakao von Liebenzeller, Marzipan- und Schokoladenmanufaktur. 100 Gramm scheint hier drin zu sein. Das passt jetzt in den Adventskalender natürlich volle Kanne mit hinein. Und das finde ich fein. Doch, definitiv. Auch wenn ich sie selber nicht so super gerne mag, aber es passt halt in einen Adventskalender. Noch cooler wäre so ein Marzipanschweinchen gewesen. Das, sowas ist so meine Kindheit, ne? Gab es damals bei Metzger tatsächlich. Da standen die dann immer da auf dieser Anrichte. Und oh, ich fand das total toll als Kind. Ich habe sie nie gegessen. Ich fand es total süß. Halbzeit, die Nummer 12. Neuheit. Green Datteln mit Erdnüssen in und Schoko. Dates in a new tasty way. Oh, das sieht wirklich lecker aus. 100 Gramm haben wir hier drin. Kenne ich jetzt nicht. Ist Green dann die Marke oder so? Ich weiß nicht. Sieht auf jeden Fall so aus. Sieht super lecker aus. Und durch meine Schwangerschaft letztes Jahr, habe ich Datteln ja echt lieben gelernt. Ne? Habe ich super viele von gegessen. Und das mit Erdnüssen und Schoko ist, glaube ich, echt eine geile Kombi. Zwischenfazit. Theoretisch müsste ich jetzt ungefähr 55 Euro auf dem Tisch stehen haben. Ich hätte mir die Sachen jetzt nicht für 55 Euro im Laden geholt, bin ich ehrlich, ne? Der 13. Dezember. Hier haben wir Honig drin. Musste ich gestern tatsächlich auch super viel zu mir nehmen, weil ich hatte so ein irgendwas mit meinem Hals, war nicht richtig. Naja, Muses, griechischer Blütenhonig. 40 Gramm sind hier drin. Werde ich auf jeden Fall nehmen, also essen, also in meinen Tee, in meine heiße Milch mit Honig machen, ne? Ist cool. Der 14. Dezember fühlt sich schwer an. Wahrscheinlich ist hier dieses Tony's Chocolonely drin. Jo, das ist ja auch das Highlight-Produkt, eins der Highlighter-Produkte. Highlight-Produkte. Honig, Mandel, Nougat. Ich muss aufpassen, dass mein Freund mir den nicht mobst. Der liebt Nougat, ne? Das ist, ja, ziemlich geil. 180 Gramm und das ist halt auch so eine faire und nachhaltige Schokolade, die halt auch viel für soziale Projekte machen. Sehr, sehr lecker halt auch noch, ne? Also das finde ich klasse. Das ist auch für mich so ein Produkt in dem Adventskalender, ne? Mag ich gerne. Könnte man sich im Laden auch kaufen für 110 Euro, ne? Könnte ich mich ins Auto setzen, zum Rewe fahren. Aber, ja, freue ich mich drüber. Die Nummer 15 rollt, ermuntert hier drin rum. Und hier haben wir Mandarinenmarmeladen. Nom. Passt auch zur Weihnachtszeit. 85% frische Früchte. 40 Gramm habe ich hier drin enthalten. Ja, das ist so zweimal Frühstücken oder zweimal Abendessen. Ne? Daily Grease GmbH aus Wiesbaden. Sagt mir jetzt so nichts. Ja, ist auf jeden Fall hier. Ich finde solche kleinen Gläschen immer sehr niedlich. Ich mag das einfach. Der 16. Dezember ist nun hier. Und das ist Bouillon Fond, ein kleiner Teelöffel, gibt viel Geschmack. Ach so, also ozeanisch, 2 Liter, hä? Damit kannst du vielleicht eine Soße machen. Ja, eignet sich für Soßen, Dressings und zum Kochen von Gemüse. Verwende es zur Verfeinerung deiner Suppen und Brühen. Es eignet sich auch perfekt für Eintöpfe und Risottos, wann immer du die Aromen des Meeres hinzufügen möchtest. Interessant. Für 2 Liter füge einfach Wasser hinzu. 40 Gramm sind hier drin. Kenne ich nicht. Kann man auch mal lernen, ne? Umami. Umami. Das ist ja so eine Geschmackgeschichte, ne? Süß, sauer, bitter, herb. Umami, ne? Interessant. Eine Woche vor Heiligabend haben wir den 3. Advent. Oh. Hier haben wir drin weißer Balsamico und Balsamico-Glasur aus Kreta.
Das ist so ein Doppelding. Der Adventskalender hat mir gesagt, dass da 2x 20 Gramm drin enthalten sind. Das sind halt so kleine Probierdinger. Ich weiß nicht, ob das irgendwas super Spezielles, Hochwertiges ist. Kenne ich jetzt nicht. Aroma Olymp in Hamburg. Kenne ich jetzt so nicht. Ja, wir hatten jetzt ja schon mal Balsamico-Essig mit drin. Haben wir jetzt ja nochmal in Dunkel und in Weiß. Ja, ist okay, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Delicious Christmas Wishes können wir dann also am 18. Dezember äußern. Bin ich mal gespannt. Erdnuss mit Pumpkin karamellisiert. Das ist meins, ne? 40 Gramm, sowas mag ich gerne. Von Nusswahn nennt sich das. Interessant, ja. Hat auf jeden Fall meinen Wahn entfacht. Ich mag gerne Erdnüsse. Am 19. Dezember erwartet uns ein weiteres Foodprodukt, würde ich mal so sagen, in güldener Verpackung. Sydney Lakritseriet, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ist ein Riegel mit 50 Gramm. Ich weiß nicht, was da drin ist. Lakritz-Fatschbar. Oh, das muss man mögen, ne? Also ich mag Fatsch, ich mag Riegel. Aber das in Kombination mit Lakritz ist natürlich hart. Lakritz-Toffee-Bar mit weißer Schokolade. Es hört sich aber schon irgendwie interessant an. Also ich habe definitiv für die nächsten Wochen einiges zum Snacken, wenn ich überlege, was da vorne noch für Adventskalender stehen. Abonniert gerne diesen Kanal, falls ihr keine Unboxings von solchen Videos verpassen möchtet. Der 20. Dezember eröffnet den Sprint Richtung Heiligabend. Also ich finde so am 20. Dezember, da ist gefühlt schon fast Weihnachten. Und hier haben wir wieder Gewürze drin, wenn ich das richtig sehe, oder? Eine Gewürzbrühe. Orientalisch, von Svema aus Rom, Gemüse, Steinsalz, Gewürzen, sonst nichts. 85 Gramm sind hier drin und das ist halt auch wirklich so eine Paste, die jetzt nicht irgendwie so getrocknet ist oder so, ne? Das finde ich ziemlich cool. Erinnert mich halt auch so ein bisschen an die kulinarische Weltreise, ne? Dass man halt einfach auch ein bisschen so wie in anderen Ländern halt würzt. Das finde ich cool. Dann schauen wir doch mal, was der 21. Dezember uns mitbringt. So, Creative Nature Maggibles Light and Crunchy Bites Super Salted Caramel. Hier bin ich. Ja, weniger Zucker und so weiter. 30 Gramm sind hier drin. Ja, das finde ich klasse. Sowas mag ich gerne. Das snacke ich auch gerne dann abends auf der Couch. Insofern ich nicht hier oben sitze und um 21:30 abends Adventskalender auspacke. Hier habe ich jetzt die Nummer 22 und hier haben wir schon wieder so zwei kleine Dinger drin. Auch wieder 2x 20 Milliliter wahrscheinlich. Salbei Olivenöl und Knoblauch Olivenöl von Costa's Kitchen. Leute, das ist jetzt echt, also in einem 110 Euro Adventskalender, ne? Ist das schon sehr, sehr mau. Das sind fast schon Produktproben. Und dann schaue ich mir nachher den Wert an und denke mir, Alter, naja, der 23. Dezember, was dürfen wir denn vor Heiligabend machen? Nachdem wir auf dieser kulinarischen Reise ja echt abgegangen sind wie ein Zäpfchen. Keine Ahnung. Irgendwas Entspanntes für den Bauch. Cashew Alpine Herbs. Oh, interessant. Von von Packer. Honestly, we are nuts. 30 Gramm. Hört sich lecker an, muss ich sagen. Ne? Also so Cashewkerne einfach mit Gewürzen drumherum. Das sieht so ein bisschen aus nach Oregano und Rosmarin. Ich glaube schon, dass das was wird. Heiligabend ist natürlich riesig. Ne? 24 genüssliche Weihnachten. Schauen wir mal, was du mir zu bieten hast. Irgendwelche geilen Kekse, Nudeln, wie sinnvoll. Das ist eine geile 24, Leute. Das zusammen mit der Tomatensoße, die wir hier schon drin hatten. Das ist von Alpgold. Da hat jemand mitgedacht. Ich feiere das. Frohe Weihnacht. Und das sind tatsächlich Tannenbäumchen und Pinguine und Sternschnuppen. Also ich finde es großartig. Das ist eine gelungene 24 für einen Food-Adventskalender. Wie viel ist denn hier drin? 250 Gramm. Ja, ne, reicht so für 2 bis 3 Portionen. Na, 2 Portionen, 2 Portionen. Ja, er ist leer. Nun ist er ganz schön leicht, ne? Auf meinem Tisch stehen wirklich coole Sachen, wo ich jetzt tatsächlich auch auf schöne Geschmacksreisen mitgenommen werde. Auch so Basic-Produkte, die man sowieso gerne sich so holt. Aber auch ein paar außergewöhnliche Sachen. 110 Euro, ne? Darf man halt nicht vergessen. Ich weiß, dass die About Food Adventskalender immer relativ knapp so dann sind. Also, dass man halt wirklich dann gerade so das erreicht, hätte man sich wahrscheinlich für den Preis die Produkte selber holen können. Ne? Also, gerade in dem Preissegment bin ich halt immer ein bisschen vorsichtiger unterwegs, weil das ist halt einfach auch nicht wenig. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt so mega empfehlen würde. Gibt ja auch andere Food-Adventskalender auf dem Markt, ne, wo vielleicht auch einfach nicht so super extra Produkte drin sind von extra Marken, aber dann vielleicht auch einfach ein bisschen größere Produkte.
Das einfach mal so am Rande. Also ich hätte mir, wenn ich die Produkte hier sehe, die nie im Leben für 110 Euro im Laden gekauft. Aber so ist es halt immer, ne? Ihr Lieben, was sagt ihr zum Adventskalender, zu dem Gourmet-Premium-Tralafitti? Also ich habe Bock drauf, einiges davon zu vernaschen und mein Freund wird mich da freundlicherweise sicherlich bei unterstützen. Aber 110 Euro ist echt eine Stange Geld. Ja, hättet ihr euch ihn gekauft, wollt ihr ihn euch kaufen, gerne in den Kommentaren einmal kommentieren. Ich persönlich bin halt einfach gar kein Fan von so kleinen, wirklich kleinen Sachen in den Adventskalendern, weil das ist für 110 Euro nicht in Ordnung. Wenn er die Hälfte kosten würde, okay, aber für 110 Euro ist das nicht okay. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.